Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Novus, zusammen mit dem Spark, genauso wie die letzte Folge. Hallöchen. Jo, Wow. ich habe ein bisschen Hilfe beim Recycler-Craften unten, beziehungsweise beim Anschließen davon. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Mass-Fabricator durchjockelt. Aber ich muss nochmal was anderes machen, nämlich einen Packager, der wesentlich schneller ist halt als die Autodinger. Wenn ich jetzt so viel. Die kommen jetzt schon nicht hinterher und mit den ganzen Recyclern kommen die auch nicht. Erst recht nicht hinterher. Nee. So. Da. Ich habe eben gerade aus Versehen was in die Lava geschmissen, wollte ich mal nachgucken, aber ich glaube, es war irgendwie, ich glaube, es war ein Cobblestone oder so. Oder vermisse ich irgendwas? Bestimmt was, was richtig wichtig ist. Und das jetzt für immer Ja, weg ist. wahrscheinlich merke ich erst, wenn ich was vermisse, wenn es mir fehlt oder so. Ja. Egal. Kann auch ein Stackstein gewesen sein. Ich bin außerdem auf Q gekommen. So, ich brauche einen Packager. Packager. So ist das günstig. Hier gibt es zwei verschiedene. Wo ist da der Unterschied? Die haben sogar dieselbe, beide ID. Dieselbe ID jedes Mal. Ich denke, es gibt keinen. Also ich habe nie was anderes gemerkt. Ja, aber wirklich selbe ID und Sub-ID hinten dran. Ah, nee, Quatsch, 59. Okay, doch, Stimmt, so aber den schon. 60er kann man gar nicht craften. Okay, gut, danke. Ja. Dann mache ich mir eben eine Piste. Meinst du, einer reicht? Ein Packager? Ja. Ich will lieber mehr machen. Ich mache es mal einmal, gucken, ob es schickt. So. Dann, der braucht ja keinen Strom. Der braucht auch wieder nur Transfer Nodes und wir müssen dran denken, den in die Luft zu setzen, weil unten drunter, der kann ja nur von unten rausziehen, die Sau. Richtig. So, bauen wir hier ab, einfach ganz blöd. Und ich bin am Überlegen, Zwischenkisten zu machen, um die Kabel oder die Transfer Nodes zu erleichtern, so ein bisschen, weil die suchen ja immer das nächstmögliche Inventar, wo sie was ausgeben können. Und wenn die von ganz hier hinten bis ganz nach vorne was ausgeben wollen, dann da brauchen die eine ganze Weile, bis sie da was finden und überhaupt was rausschmeißen. So, und deswegen dachte ich, dass ich an den Seiten von jeder Reihe vielleicht einfach eine Kiste oder so mache. Und da nochmal Transfer-Nodes dran, die einfach da nach vorne ziehen, weil dann müssen die nicht in alle möglichen Richtungen suchen. Also, die suchen ja sämtliche Abzweigungen auch ab. Das heißt, der geht jetzt hier so nach hinten, dann findet er nichts, dann geht er nach vorne, dann findet er vielleicht auch erstmal nichts und dann bis er ganz, ganz vorne ist. So, und dann nehme ich mal so vielleicht ein paar Zwischenkisten oder so, dann erleichtert denen das. Also, man kann auch Speed-Upgrades reinmachen, Ich aber habe deine spare ich Kisten mir gerade mal. genommen. Wo ist sie, Namen? Ach, du hast schon Kisten gemacht? Ja, ich habe alle genommen, die du im Ach System so, ja, gut. hattest. Ich wollte gerade hochholen. So, dass wir einfach keine Ahnung, hier so daneben um eine Kiste machen. Oder sag mal eins weiter hier vorne. So, Okay. hier außen. Ah, ich hab kein Marble mehr, so eine Scheiße. Oh, hier war schon voll. Ein Block Abstand und dann immer einfach ein Kabel, was nach vorne geht oder so. Und da können wir dann Speed-Upgrades reinmachen, eventuell, dass sie schneller aussieht. Das ist einfach ein bisschen flüssiger läuft. Ich glaube, das macht Sinn. So. Genau da an dem. Ja, genau, da meinte ich. Auf der anderen Seite am besten auch. Weil die immer das Kürzeste suchen. Und dann ist das, denke ich, schneller. Ich will da keine Speed-Upgrades verschwenden. Und irgendwie leckt es aber gerade. Ja? Ich konnte gerade nicht hochspringen im Teleporter. Nö, bei mir gar nicht. So, dann, was wollte ich mir holen? Marble wollte ich mir holen. Ein bisschen, was am Boden steht. So. Ich hätte aber ein kleines bisschen was hier drin gehabt. Genau. Und dann, du hast alle Kabel von mir. Reichen die Ja, oder soll ich mir oder? neue machen? Nee, ich denke, die reichen. Hier ist ein Stack. Ups. Ach so. Ich bin sogar am Überlegen, Folgendes mal zu machen. Wenn wir die von Kiste einfach zu Kiste nach vorne schieben und nicht direkt nach vorne. Also einfach eine Kiste mit der anderen verbinden. Und weil die sind ja dann, ist ja dann egal. Kisten sind ja trotzdem Zwischenspeicher. So. Ja gut, oder? Man kann es auch kürzer machen. Ja, stimmt. Ich wollte nur nicht, dass sie von Kiste nach Kiste gehen, aber stimmt. Ja, doch, das passt ja schon. Das ist einfach von hinten dann nach vorne weitergeleitet werden. Das war so meine Idee. Oder ist das dumm? Vielleicht siehst du etwas, was ich nicht sehe. Und das ist grün oder so. So half. Was meinst du denn, wie hättest du denn sonst gelöst? Ich will einfach nur die entlassen, dass der, zum Beispiel, dass der Recycler hier hinten, ja, nicht 50 Blöcke durchsuchen muss, bis er hier vorne bei dem Packager dann ist. Stimmt, das passt. Ich dachte nur nicht, dass die erste Kiste verstopft wird, wenn die Ach zu so, viel nee, die produzieren. sollten so schnell rausgezogen werden, Ja, okay, das wird dann so schnell stimmt. rausgezogen, das ist wurscht, denke ich. So, dann mache ich hier oben mal den Package einfach dran. Ich weiß, hier ist nicht symmetrisch, aber die Mass Fabricator stand zuerst und dann kam die Recycler. Oder nee, zuerst stand es auch hier, die
Steinproduktion etwa hier und es waren nur 5 Recycler und dann wurden es halt mehr und deswegen. So, und dann können wir hier von unten jetzt anzapfen, so. Da einen Transfer-Node dran backen, weil wie gesagt, der Output hier von dem Ding ist leider unten. So, und der craft jetzt einfach hier 9x9 durch. Oh, der fängt schon an. Ja. Da sollte jetzt ein bisschen was reinkommen. Aber der Transfer-Node kriegt noch rechtzeitig rausgezogen, auch ohne Speed. Oh, du hast Speed. Oh, du hast schon Speed-Upgrade gemacht. Aber der Packager kommt auch nicht ganz hinterher. Beziehungsweise ist der immer voll. Ja, gut, dann lass noch einen zweiten machen. Oder ich mach schnell einen zweiten, oder einen dritten, oder einen vierten. Ja, ich hasse das immer, wenn ich jetzt in meinem ME einfach zu viel Sachen crafte, ich nicht brauche, die einfach einen Speicherplatz bedingen. Ja, vor allem so Items, die man nur einmal hat. Und jetzt immer gleich richtig, das für weg. Ich hab die halt nur einmal und dann verprägt das halt übelst viel Speicherplatz und das ist irgendwie doof. Ich habe halt nur einen Drive mit 4K-Platten oder 16K. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4K. Ich müsste mal einen zweiten machen, aber ich finde, das dauert immer so lange, die Teile zu craften. Und das fehlt mir hier schon wieder. Ach, eine Workbench fehlt, ich habe keine Crafting-Table. Daran scheitert jetzt das Projekt. Das haben wir übrigens im Autocrafting, wenn du nicht so lange brauchen willst. Die Prozessoren davon. Es fehlt schon wieder Pistons hier. Ja, ich weiß, du machst immer per Autocrafting, aber da musst du auch die Rezepte einmal nehmen, dann so, auch so eine Pattern machen, die du unten reinlegen, dann craftet er halt, dann kannst du einstellen, wie oft. Ja. Aber das Rezept musst du anfangs sowieso immer festlegen und wenn du das Rezept sowieso neu festlegst, dann kann ich es einmal durchcraften. Weil das sowieso dann schon im ME direkt drin liegt. Und ich will jetzt auch keine Massen davon machen. So. 4 von denen habe ich nochmal. Also mal hier den. So. Den weg. Kabel können wir nach oben leiten. Ich habe jetzt aber keine Transfer-Nodes mehr am Start. Nee, ich habe noch. Das passt. Dann mach ich dir mal so ein Ding hier, das du von unten setzen kannst. Es kann sein, dass wir die umdrehen müssen. Obwohl, nee, geht sogar. Cool. Hey, die bewegen sich sogar von außen. Jetzt müsste auch so sein, wenn der erste voll ist, wird es in den zweiten reingeschoben. Und dann den dritten, dann den vierten, dann den fünften. Dann können wir gucken, ob der fünfte dann auch busy ist. Und dann kann ich immer wieder neu dranhängen. Okay, in der Mitte sehe ich dann, wenn der Mitte fehlt. So. Aber der, warte mal kurz, der kommt noch nicht überall rein. Ne, die kommen auch zurzeit hinterher. Also wird nicht genug Swap produziert praktisch. Achso, okay, ich dachte gerade schon. Ja. Ah, okay. Jetzt also die Frage, wo bin ich noch Scrap produziert? Die ganzen Recycler hier hinten sind irgendwie noch alle. Die brauchen ein gleiches. Ich mach mal World in Action Upgrades. Ich habe welche bei, warte. Achso, okay, dann steckt die mal alle World in Action und müssen einfach nur hier oben rein. Dass in allen drei vielleicht gleich viel drin ist oder so. 14, hier 10. Ja, dann sollte das auf jeden Fall passen. Macht einfach einen Rest drin oder so. Oder alles. So. Alles, was du hast, so. Und dann sollte hier so langsam befüllt werden, selbst wenn. Warte mal kurz. Wenn einer Überschuss produziert, dann wird es trotzdem nicht in die anderen reingelegt. Egal, ich denke mal, das reicht. Die werden sich schon langsam füllen, einer nach dem anderen, so mit der Zeit. Ja, die füllen genau, jetzt schon. Produziert der hier und die produzieren alle. Ich glaube, hinten braucht man gar nicht so viele Speed-Upgrades. Je weiter vorne man ist, umso mehr braucht man, genau. Wunderbar, das passt auf der anderen Seite. Theoretisch dann aber auch. Halt. Ah jo, da hast du die auch schon drin. Perfekt. Jo, du bist fix. Super schnell. So. Das produziert ja auch um einiges schneller. Ja, und jetzt, ich kann nochmal hier ein bisschen Scrap rauslegen gerade, weil ich noch ein bisschen was im Inventar hatte. So, dann wird das hier fett rausgezogen und dann werden... Krass. Kann man sehen, wie viel Millibuckets der produziert jetzt pro Sekunde oder so? Ach so, ja klar, mit einem Durchlauf ein Millibucket. Warte mal ganz kurz, ich könnte auch mal wieder Folgendes machen. Pass mal auf. Oh, ich dachte gerade, der Block weggeleckt. Ich habe hier einen Yu-Yu-Matter-Tank. Und wenn ich einen Yu-Yu-Matter-Tank hier vorne dran setze, dann ist das vor dem Replicator und deswegen wird alles, was ich jetzt produziere, hier reingesteuert. Jetzt kannst du mal gucken, wenn du mit der Maus drüber fährst. Ja. Inwiefern sich das erhöht. Also eigentlich soll das jetzt da einsortiert werden. Ah, nee, warte, vielleicht... Nee, geht schon. Also gerade das kann. Millibucket dazu. Okay, da passiert jetzt was. 50, 6750, 6751 und 52, ja, so, also alle paar Sekunden gibt es halt einen Durchschnitt. Und noch langweilt sich der Mass Fabricator ein bisschen, weil noch nicht so viele Scrapboxen herkommen. Die kommen jetzt vermehrt halt. Aber er wird schon viel schneller als gerade. Ja, das auf jeden Fall.
Die Packages sind auch noch nicht alle voll bedient. Die sind gerade schneller sogar, als Scrap produziert wird. Ich gucke mal, ob wirklich in den letzten Reihen schon die Scrapboxen auch drin sind. Oh. Ja. Die sind alle schon am Produzieren. Es wird überall Scrap produziert. Warum legt er denn hier Scrapboxen rein? Wo denn? Der legt aus dem Packager die. Oh, ich glaube, die geben das automatisch weiter. Wir müssen da einen Abstand zwischen rein machen oder so. Guck mal, der Packager hat im Input-Slot Scrapboxen drin. Was? Aber die müssen nach unten rausgezogen werden. Was ist da los? Normal schon? Ah, es kann sein, pass auf, es kann sein, dass die Transfer-Nodes. Ah nee, die sind hier verbunden. Warte mal, die dürfen hier nicht verbunden sein. Das hier. Beziehungsweise das hier darf nicht verbunden sein. Hast du eine Säge oder sowas? Ah, nicht oben. Säge? Oder? Ja, müsste oben im E sein. Bräuchte Marble. Damit es hier schön wird. Den kann ich dir auch geben und ich kann auch die Säge gleich hinterher schmeißen. Beziehungsweise, was willst du machen? Vielleicht kann ich auch machen. Ich will dich ja nicht alles machen lassen. Ein Cover brauche ich, weil dann kann man die Pipes trennen, damit die beiden hier sich nicht Ein verbinden. Cover. Gut, dann nehme ich keinen Slab, sondern direkt ein Cover. Panel. Cover. So, da hast du erstmal ein paar Covers. Yay. Da. Und dann steck die mal dran. Ja. Dann ist das Problem, glaube ich, schon wieder gelöst. Ah, okay, genau. Scrapboxen sind durch und gleich wieder oben reingefluppt. Ja. Ja. Aber warte mal, kann man Die das auch nicht wieder raus. irgendwie. Ja, wir brauchen eigentlich keine Cover dafür, gell? Wir sind einfach nur blöd. Man könnte es auch. Wir können einfach das Kabel eins nach hinten legen, ey. Ja, das Oder? stimmt. Ja, dann verbinden die sie mit dem hier. Das wäre eben. Oder eben nach Nein. oben, genau. Das geht auch. Wollen sie nicht einfach so. Genauso wie wir es drüben auch haben. Da brauchen wir auch keine Cover, so hätte ich das dann ansonsten gemacht. Ja, Okay. okay, hier stimmt. Genauso mit den Kisten, weißt du? So einmal oben rum und dann die nächste, anstatt einfach direkt zu verbinden. Obwohl es genau auf das gleiche Normalerweise mache ich die rauskommt. Sachen ja kompliziert, aber gut, jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. Bin ich doch nicht da. Wir haben alles kompliziert gemacht. Ey, wir haben schon fast 50 MB jetzt produziert. 50 MB Geometer, einfach nur so von den paar Minuten, die hier stehen. Und 50 MB Geometer würden wir einen Goldblock herstellen können. So, und wenn der einfach Oh. Tag und Nacht durchläuft, dann läuft das. So, wie sagst natürlich die, Maschinen herzustellen ist irgendwie ineffizient. Auch die Industrial-Craft-Maschinen, die allzu viel bringen. Ich werde Grundmaterialien herstellen wie Eisen, Gold, Diamanten und Zeugs, was ich halt brauche. Gold brauchen wir unter anderem für die Windturbinen. Und eine Sache ist eigentlich noch problematisch, und zwar ist das Osmium. Das Osmium brauchen wir auch für die Windturbinen. Das kriegen wir durch die Quarries, sonst kann ich nicht einscannen, denke ich. Warte mal, ich probiere es mal. Ich probiere mal Osmium, das zu nehmen. Ups. Dann probiere ich Osmium Ingots mal und dann die Erze. Wolltest du noch was sagen gerade? Nee, ich habe nur was abgebaut aus Versehen. Ich habe gerade so ein Psst oder irgendwie sowas gehört. Das war ein Ups. Ich dachte gerade, okay, ich dachte gerade, Hügel. So, Psst, jetzt rede Osmium ich, Dust Spark. frisst er nicht. Osmium Ingot frisst er auch nicht. Osmium Ohr frisst er. Warum? Der Scanner könnte ja mal Osmium Ohr scannen. Also wirklich. Ganz im Ernst. Geht Sollte nicht? wohl möglich sein. Aber Hauptsache, der kann die hier, die Transfer Nodes und Transfer Pipes, die kann er scannen. Ja, das ist Kacke. Ja. Ich habe viele unnütze Rezepte jetzt drin. Also Transfer Node kostet auch 54 MB. Das ist arschteuer. Ich kann sogar Recycler herstellen lassen, kostet 580 MB. Oh, dass das auch schon reingescannt? Krass. Ja, genau. Einmal den Pattern Chest, dann kannst du durchgehen, was du alles nimmst. Stahl kostet halt nur eins. Das ist easy. So, wenn ich jetzt Stahl produzieren will, mache ich einfach mal das Ding hier weg. So. Und stelle einfach mal die Produktion auf Stahl gleich. Ich lasse es mal kurz in den Goldblock durchgehen, sonst bricht das komplett mitten ab. Das macht Aber was? einen Millipaket oder wie? Genau. Aber weißt du was? Boah. Scheiß auf den Goldblock, ey. Lass mal kurz Stopp. Und dann gehen wir an den Pattern durch. So, warte mal. Wo haben wir es? Da war Stahl. Wenn ich jetzt einfach repeat, guck mal den Replicator gerade mal rein. So, und das wäre jetzt praktisch wieder Stahl aus dem Nichts, sozusagen. Lol, das ist mal krass. Ja, gut. Jetzt hängt halt kurz, weil er auf die nächste Ladung Geometer wartet. So, zack, nächste Stahl. Wenn ich den jetzt mal einen Tag oder so laufen lasse, dann, Ist die Kiste voll, ja. ja, dann ist die Kiste aber voll. Boah, krass, das ist so viel schneller als alles andere, was gibt für Stahl. Genau, du hast ja einen Blast Furnace gemacht, den auch so ein bisschen automatisiert, wo du einfach dann Kohle und Holzkohle und alles Mögliche reinpumpst, gell? Ja. Und hier voll easy, einfach Knopf drücken und so läuft's raus. Gut, das ist halt der Vorteil dann hiervon, aber schade, dass es mit Osmium einfach nicht geht, das muss ich irgendwie dann mal gucken, dass ich das für die Quarry oder so mache. Die müsste ich auch mal umstellen. Was brauchen wir denn noch ansonsten für die Windturbinen?
Nur Osmium, Eisen. Eisen muss ich vielleicht herstellen lassen. Oder halt durchschmelzen oder so mal zur Abwechslung. Und das war's eigentlich. Redstone noch? Ich könnte mal Redstone einscannen. Ja, wenn ich noch Redstone einscanne, dann habe ich alles. Dann könnte ich wirklich komplett Windturbinen automatisch herstellen lassen. Gibt's Fast. Scrap im Inventar? Schmeiß es unten rein oder werf es weg, weil davon haben wir eh genug. Nein, du kannst doch das gute Scrap wegwerfen, zwar. Ich wollte mal einfach ein Iron Ingot oder so scannen. Man kann auch ganze Blöcke scannen. Also Eisenblock wird auch gehen, kostet als neunfache. Aber ich mag es dann lieber, die selbst zusammen zu craften, weil da hast du schneller und kürzt kleinere Intervalle, wo du halt was reinlegen kannst. So, und Redstone denke ich mir auch mal eins. Mal gucken, wie viel das kostet, wenn ich das scanne. Das Problem ist aber, der Scanner braucht auch ein bisschen, also. Dort ein Weilchen. Er braucht so 3 Sekunden für 1% und du brauchst 100%, dann ist das Rezept vollständig erfasst worden. Okay. Also ich habe es dann so 5, 6 Minuten oder so. Egal, ich lege jetzt mal Redstone rein und dann nochmal ein Eisen, da kann ich auch das Zeug herstellen lassen. Ich glaube nur, das wird ein bisschen teurer. Und Witz, Glowstone Dust kostet 39, ist auch einigermaßen günstig, aber Blaze Powder kostet 346, so viel kosten 2 bis 3 Iridium, wo du die Quantum-Suche machst. Iridium kriegst du nur aus Dungeons. Das ist eine gute Relation, Oh, ne? und ich Auf wollte jeden noch was Fall. anderes scannen. Ich wollte noch was anderes scannen. Wither Skulls und Soul Sand. Und dann kann ich mir vielleicht eine automatische Wither Farm machen. Und dann kann ich einen Nether Star Generator irgendwie noch besorgen oder so. Also ich einfach massiv Nether Stars habe. Das Bis war eine zum Ab. richtig geile Energiequelle eigentlich. Ja, und das ist immer eine richtig interessante Idee. Da kann ich ja aus. Warte, gibt es nicht Witherproofed Stone? Gibt es nicht irgendwas? Wie heißt das Ding? Zeug Von gibt's? Obsidian gibt's, von Ender, ja. Weatherproofed Obsidian. Ja, irgend sowas, was der Wither nicht zerstören kann. Da kann ich mir wieder so eine Farm machen. Gibt es zufällig auch den Killer Joe oder irgendwie sowas? Ja, der ist auch von Ender, ja. Yes, den gibt's. Und dann könnte ich den ja mal die Wither killen lassen, die ganzen Sachen, Loot aufsammeln lassen und dann einfach in seinem E reinschmeißen. Dann logge ich mich ein, yay, 50 weitere Nether Stars. Läuft. Jetzt allerdings, es müssen Wither Skulls scannbar sein, das ist die Sache. Und Nethers, und Soul Sand auch, aber ich denke mal, das geht, komm. Also wenn der Scanner keine Wither Skulls und Soul Sand scannen kann, dann bin ich enttäuscht. Obwohl, ich bin es jetzt schon, aber mal gucken. Ja, Gleich jetzt noch ist Redstone enttäuscht. drin. Oder, komm, spare ich mir gerade mal. Der kann keine Wither Skulls scannen. Das ist sogar ein Vanilla Minecraft-Item. Ja, Nethers das auch. Wenn, warum nicht? Warum? Krass. Das ist sowas von lame. Ist das irgendwie der Config vielleicht ausgeschaltet? Das darf doch nicht sein, dass man keine Wither Skulls scannen da kann. Vielleicht, ne? Das muss doch gehen. Kann die Wither Skulls irgendwie. Nee, kannst du nur droppen. Ach man, das ist lame. Es ist so öde. Das ist Enttäuschung pur, ist das. Vielleicht gibt es da wirklich eine Konfi. Kann man mal fragen, ob man das umstellen kann. Ja, weil das ist ja dann ultra lame ansonsten. Du kannst den. Ich würde gerne mal wissen, was Scanner überhaupt kann. Gibt es eine Liste, was der überhaupt scannen kann? Warte mal kurz hier. Wenn ich mal Scanner eingebe, im Dings hier und auf U klick, ja, dann passiert da nichts. Ist auf U Aber klick. nichts. Erst auswählen, so. Und dann auf U oder so, wird angezeigt, was alles rein kann. Nee, da stehen nur Enchantments. Aber Das ist stehen nicht alle bestimmt auch Rezepte. von Modpack zu Modpack unterschiedlich, ne? Ja, aber ich verstehe nicht, warum da von X-Utilities die Item Nodes und die Transfer Cable hier, da, die. Ja, hier sind sie. Transfer Pipes nehmen kann. Die kann er scannen. Das macht gar keinen Sinn, das Weil er kann stimmt. kein Vanilla-Item scannen. Und vor allem sowas Essentielles, da muss doch gedacht worden sein. Ich schätze mal, sind Configs ausgestellt. Da würden wir auf jeden Fall mal nachbauen, weil das ist ja dann ultra langweilig. Da kannst du echt nur Kohle, Eisen, Diamanten und Zeugs machen, aber. Das. Auch nur ein bisschen was. Ja, das ist lame. Das ist einfach nur lame. Ich habe jetzt fast einen Stack Stahl schon hergestellt, ne? Fast ein Stack Stahl. Aber ich werde mal ein bisschen speichern, weil Yu-Yu-Meta in Tanks sieht cool aus. Die solltest du auch Ansonsten irgendwie ein bisschen läuft's. schützen. Das ist ein bisschen teuer, das Zeug, ne? Ja, gut, aber klaut ja keiner eigentlich, weil Grundstück und so. Oder hast du schon Stories gehört, dass das nicht so respektiert wird? Ich glaube, bei Yu-Yu Matter, da hört der Spaß auf. Ja, Kommt gut, immer noch aber jemand. ich glaube nicht, weil damit kann eh kein Schwanz was mit anfangen. Ja. Man kann ja eh nichts mit herstellen. Und außerdem muss dann erstmal der Replicator gecraftet worden sein. Den nehme ich gleich mit. Der übrigens anstrengend zu. Guck dir mal das Craft-Konzept von Replicator an und sag mir, was du davon hältst. Replicator. Oh, ja, allein die Teleporter schon. Ja. Das war das komplexeste Rezept. Alter.
Wird's witzig. Je weiter du guckst, umso witziger wird's. Ja. Und dann wieder Ja. Carbon, dann. Oh nee. Ich weiß schon, warum ich Industrial Craft nicht mache. Ja. Die Aber da geht's Rezepte echt immer bis ins los. Unendliche. Den Transmitter noch, dann MFE, HV Transformer von vorne bis hinten und den Reinforced Stone, der ist halt ekelhaft. Musst, wie gesagt, wieder, musst du diesen Bauschaum machen, den füllen, erstmal herstellen mit noch an 1000 anderen Maschinen. Was habe ich denn hier gemacht? Ich hatte Ore-Washing Plant habe ich genommen, so eine Erzwaschmaschine, dass du so Stone Dust rauskriegst und das musst du dann irgendwie mit Wasser mischen und dann diese Spritzpistole reinschieben und dann kannst du so ein Stahlgerüst voll spritzen, musst warten, bis es getrocknet ist, dann abbauen. Nee, ist immer nervig. So. Aber die Folge ist auch jetzt so langsam wieder am Ende. Ich hoffe, es war Stimmt, schon nicht allzu wieder. öde. Ich bedanke mich, dass du mir da so ein bisschen geholfen hast, ne? Natürlich. Immer Und ich wieder habe gerne. gesehen, ich habe eine Kiste von Skate, da steht eine Nachricht drin. Was da drin steht, das seht ihr in der nächsten Folge. Legt einfach mal Cliffhanger. wieder rein. Ich gucke mir die jetzt nicht an, legt die einfach rein und ja. Dann, falls ich jemand irgendwie helfen kann oder so, sag mal Bescheid. Werde Was ich jetzt so tun. der Supporter von mir? Ich wollte so mal ein bisschen anderen Leuten helfen. Nicht, dass ich immer nur alleine aufnehme und Der weiterbauen, Fastcrafter. weiterbauen. Bist nicht Carscrafter, du bist Fastcrafter, weil du einfach alles einstellst in den Ding und dann werden mal 50 Dinger durchgecraftet. Ja, wenn mal wieder Recycler brauchst, dann hau raus. Bestell ich jetzt 200 Stück. Gerne Bestellung hier, 200 Stück. Weil Das wird eigentlich los noch sein. theoretisch der, pass auf, der Mass Replicator ist noch nicht beschäftigt, der langweilt sich noch, gell? Die Scrapboxen müssen sich drin stapeln. Okay, pass auf. Und dann geht's richtig ab. Bestelle ich und in der nächsten Folge ist das fertig, dann steht eine Kiste bei dir. Das wäre ultra nice. Und dann mache ich noch eine nächste Etage drunter. Also unter die jetzige oder so. Und das wird eine komplette Recyclerhalle. Und da stehen nur Recycler drin, die einfach Scrapboxen beischaffen für den Mass Fabricator. Weißt du, wenn ich den jetzt schon gebaut habe, nutzlos wie er ist, wenn ich den jetzt schon gebaut habe, dann übertreibe ich richtig. Und dann fliegt auch alles Mögliche an Items durch. Also, ich sag mal so, Grundressourcen brauchen wir immer: Gold, Stahl, Dias, was weiß ich. Ja, eben, wenn du Und das dann alles so baue machen ich. kannst. Dann gehe ich hin und lasse den Diamanten herstellen. Und dann baue ich einen kompletten Chunk voll, nicht mit den Cobblestones, wie man es aus oder aus manchen Challenges kennt. Ich glaube von Sky Factory. Da muss man so einen kompletten Chunk füllen mit Triple Compressed Cobblestone. Lol. Ich fülle einen kompletten Chunk mit Diamantblöcken. Mit Quadruple-Compressed-Diamantblöcken. Ja gut, Quadruple Compressed geht's ja nicht. Ich Ne, crafte leider. dann hier mit den Craftern einfach zu Blöcken zusammen oder halt per Hand im ME. Und dann fülle ich einen kompletten Chunk. Ach ja, gut, den muss ich erstmal ausgraben, ne? Aber ich fülle den kompletten Chunk mit Diamantblöcken. Damit dieser Mass Fabricator Sinn hat. Okay, oder vielleicht, keine Ahnung, habt ihr Bock drauf? So halbwegs Das war jetzt die Sinn. Frage an die Zuschauer. Aber ich weiß nicht, witzig fände ich es irgendwie. Baue ich mein Haus aus Diamantblöcken, fertig. Klingt gut. Aber damit ihr irgendwas kann. Gut, dann, ja, vielleicht sieht man sich demnächst mal wieder in der Aufnahme oder so. Und. Natürlich. Wir beenden die Folge, war ja ein bisschen überzogen, glaube ich. Hat aber Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und dann macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten. Hast du noch irgendwas? Möchtest du noch was sagen? Nee. Die Recycler Gut. sind im Angebot. Im Auftrag, so. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe wieder durchgequatscht. Egal. Dann tschüss, bis zum nächsten. Hast Gequatscht. Drachen und tschüss. Tschüss.